Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im September 2016 sind wir als Mitglieder des Innenausschusses damals noch in der alten Wahlperiode ja nach Italien gereist und wir haben uns da unter anderem mit dem Themenfeld der organisierten Kriminalität beschäftigt und mir sind die Worte der BKA-Verbindungsbeamtin in Rom noch sehr gut im Ohr, die uns ja geschildert hat, wie viele Restaurants auch hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich für die Geldwäsche der italienischen Mafia genutzt werden. Und es ist ja tatsächlich so, dass Deutschland schon seit langem als Geldwäscheparadies gilt, nicht nur für die italienische Mafia, sondern grundsätzlich für Kriminelle im Bereich der organisierten Kriminalität, aber durchaus auch zur Terrorismusfinanzierung. Und es gibt eine Dunkelfeldstudie im Auftrag der Bundesregierung aus dem Jahr 2015 und die kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland jährlich etwa 100 Milliarden Euro illegal erworbenes Geld gewaschen wird und dem legalen Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt wird. Und es ist ja schon angesprochen und es ist ja auch Thema des Antrages, dass letztes Jahr auf Betreiben von Wolfgang Schäuble, dem damaligen Bundesfinanzminister, die Zuständigkeit vom BKA zum Zoll verlagert worden ist. Und ich glaube, man kann schon sehr eindeutig sagen, dass diese neue Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen völlig überfordert ist von dieser neuen Aufgabe. Und da muss ich ehrlich gesagt dem CDU-Kollegen ein bisschen widersprechen. Ja, Zeit für Einarbeitung, das klar, das gönne ich immer jedem. Nur ich finde, wenn eine staatliche Behörde, die eine neue Aufgabe bekommt, und Expertinnen und Experten haben vorher gewarnt und haben gesagt, diese neue Stelle ist noch überhaupt nicht ausgerichtet, die wird das gar nicht schaffen, wenn sie sozusagen diese neue Aufgabe bekommt. Ich finde, gerade in diesem Bereich von Sicherheitsbehörden, im Bereich von Kriminalitätsbekämpfung, da haben wir keine Zeit für Einarbeitung, sondern da muss ab dem ersten Tag muss die Behörde laufen und es muss funktionieren. Und ich habe so ein paar andere Zahlen nochmal, vielleicht sind es aktuellere, wir müssen die im Ausschuss vielleicht nochmal nebeneinander legen, aber wie jetzt tatsächlich der Stau aussieht. Ja? Also die Zahlen, die ich habe, die wohl relativ aktuell sind, aus dem Januar 2018, dann gibt es 40.000 Verdachtsmeldungen es sind 30.000 Verdachtsmeldungen von den insgesamt 40.000, also es geisterten ja die Zahlen von 20.000 oder 25.000, meine Infos sind 30.000 Verfahren, also Verdachtsmeldungen noch in Bearbeitung und man muss es so sehen, jeden Monat kommen ja auf den Stau, der schon existiert, kommen neue Verdachtsmeldungen hinzu und ich habe auch gelesen, dass bis zum 1.4. und wir haben heute den 1.3., dass bis zum 1.4. angeblich dieser Stau abgearbeitet sein soll. Also ehrlich gesagt, ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass das bis zum 1.4. Tatsächlich gelingen kann und gelingen soll, weil die Probleme ja offenbar nicht nur massiv sind, sondern weil sie auch sehr vielschichtig und vielfältig sind. Also es gibt offenbar Personalengpässe, nicht nur quantitativ, was die Personenanzahl angeht, sondern auch qualitativ. Also vorher haben im BKA und bei den Landeskriminalämtern Kriminalbeamte an der Bearbeitung der Fälle gesessen und dieses kriminalpolizeiliche Wissen, das fehlt schlichtweg eben bei denjenigen, die jetzt an diesen Fällen sitzen. Und Herr Lürbke hat schon darauf hingewiesen, die Frage der Softwareprobleme. Also ich meine, wie absurd ist das im 21. Jahrhundert, dass die Software nicht bereitsteht, dass Banken und andere, die dazu verpflichtet sind, Verdachtsmeldungen abzugeben, dass die das per Fax machen müssen, dass studentische Hilfskräfte da sitzen, die Faxe abtippen und das ins System einspeisen. Also das im 21. Jahrhundert in einer deutschen Behörde, ich finde das eigentlich undenkbar und das dürfte aus meiner Sicht so nicht sein. Und es ist wohl auch so, dass es auch an der Qualität der weitergeleiteten Meldungen mangelt. Also wenn eben diese Zentralstelle die Meldungen dann soweit bearbeitet hat, dass sie an die Strafverfolgungsbehörden, an die Polizei gehen. Auch da scheint es Probleme zu geben mit der Qualität, was offenbar auch was mit der fachlichen Qualifikation zu tun hat. Also es sind unfassbar viele Probleme. Es ist aus meiner Sicht ein völlig unhaltbarer Zustand. Und wenn ich noch mal daran erinnere, an meine Eingangsworte, Deutschland als Geldwäscheparadies, das ist ein fatales Signal, gerade an Kriminelle, was hiervon ausgeht, dass Deutschland nicht hinterherkommt, diese Fälle zu bearbeiten. Das ist ja fast eine Einladung, hier in Deutschland Geldwäsche zu betreiben. Und das Schlimme ist, finde ich, dass wenn man sich mal die Expertenmeinungen anhört aus dem letzten Jahr, ich habe mir noch mal das Protokoll der Anhörung des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag aus dem April 2017 einfach mal durchgeblättert, angeschaut, da haben Expertinnen und Experten haben davor gewarnt, beispielsweise eben auch der BDK, Sebastian Fiedler, der uns hier in Nordrhein-Westfalen ja nun mal auch gut bekannt ist, die haben davor gewarnt und wenn man deren Prognosen sich anschaut, dann muss man sagen, es ist echt erschreckend, wie sehr
sehr diese Prognosen Wirklichkeit geworden sind und wie das eingetreten ist, was vor dem gewarnt wurde vor einem Jahr. Und insofern haben wir alle ein Interesse daran, dass sich die Zustände ändern. Ich bin gespannt auch auf den Redebeitrag von Herrn Reul. Und ich finde schon, dass die Landesregierung hier auch tätig werden muss und Druck ausüben muss auf den Bund. Die natürlich sind auch die zukünftigen Koalitionspartner und die neue Bundesregierung dazu aufgefordert. Aber hier muss sich dringend etwas ändern. Da haben wir alle ein Interesse daran. Das ist wichtig für die Kriminalitätsbekämpfung. Und insofern freue ich mich auf den Austausch auch im Ausschuss. Herzlichen Dank.